Hey Leute, willkommen zurück auf Roblox Victor. Heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Und heute zeige ich euch einen extrem krassen Glitch, den es in Pet Simulator X gibt, mit dem ihr unendlich Booster im Prinzip haben könnt. Doch bevor es beginnt, Leute, like das hier und den Kanal und dann fangen wir auch schon an. Also Leute, ich bin gerade in Pet Simulator X drin auf der normalen Welt. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall jetzt den krassen Glitch zeigen. Nämlich gibt es seit wahrscheinlich dem neuen Halloween Update, beziehungsweise eigentlich schon wahrscheinlich seit der Trading Plaza Event Update Ding, ne? Diesen Glitch, nur bisher wurde er erst jetzt gefunden. Was ist für diesen Glitch? Braucht es einfach nur ein Boost, ne? Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten hingehe, erstmal einen Triple Coin Boost benutze, einen Triple Damage Boost benutze, einen Super Lucky Boost benutze und einen Ultra Lucky Boost benutze, dann könnt ihr jetzt mal hier unten links sehen, dass die ganze Zeit ablaufen. Genauso wie hier, wenn ich zu Exclusive Shop gehe, da laufen die auch die ganze Zeit ab. So, dann schießen wir uns kurz rüber zur Halloween Event Welt. Und sobald wir hier sind in der Halloween Event Welt, könnt ihr ja sehen, wir können jetzt mal hier X öffnen, doch trotzdem gehen unsere ganzen Booster runter. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen, Leute, müsst ihr erstmal Pet Simulator X schließen, dann diese Pet Simulator X Seite aufrufen, die auch hier null Bewertungen hat, die ist auch in der Beschreibung verlinkt und so weiter und so weiter, ist nämlich jetzt ein Server, der extra für die Trading Plaza ist, dann geht ihr ganz nach unten, sucht nach einem Server hier, der nicht voll ist, klickt auf Beitreten, Open Roblox, wartet dann ein Sekündchen und dann, wenn wir wieder in Pet Simulator X reingehen, seht ihr erst was Unglaubliches, Leute. Jetzt sind wir jetzt hier in dieser Welt und unsere Booster gehen nicht runter, weil die pausiert sind, seht ihr das hier? Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein paar Eggs öffnen, ne? Einfach so mal, um zu auszutesten, ob die immer noch gut sind, die gesamten Sachen. Sehen wir, wir haben jetzt mal aus dem ersten Hatch zwei Werwölfe bekommen. Aus dem zweiten einen Werwolf. Ja gut, hier kriegen wir nur Vampire Bats. Wieder einen Werwolf. Und jetzt kriegen wir tatsächlich unser erstes Legendary. Und das ist ein Grim Reaper. Nice, Mann. So, jetzt haben wir etwas weiteres bekommen. So, wieder einen Grim Reaper. Okay. So, wie jeder was bekommen, komm schon. Gib mir ein Mythical. Ach Mist, wieder ein Grim Reaper. Ich hätte jetzt so ein Ghoul Horse Mega gefühlt. Aber leider nicht. Okay, vielleicht jetzt. Ne, vielleicht kommt er jetzt. Na, schade. Komm, jetzt aber ein Ghoul Horse. Komm schon. Na, komm, der wieder ein Grim Reaper. Bruh. Digga, gib mir jetzt ein Ghoul Horse, bitte. Okay, wieder ein Grim Reaper. Wow. Ehrenlos, der ehrenlos. Okay, komm, jetzt ein Ghoul Horse. Jetzt ein Ghoul Horse. Na, wieder ein Grim Reaper. Das ist so schlimm, ey. Das ist so schlimm, ey. Komm jetzt. Ich will einen Grim Reaper noch kurz. Da ist er noch, der Ghoul Horse. Den meine ich. Den wollte ich nur kurz einmal ziehen, so. Auf jeden Fall, Leute, wenn wir jetzt uns erstmal die gesamte Welt hier anschauen, sehen wir erstmal, wenn wir den Chat öffnen, Leute schreiben die ganze Zeit irgendwas einfach in den Chat. Ich meine, die schreiben die ganze Zeit so Rainbow Agony for 1 Million. Trading Rainbow Ghoul Horse. Offer, wow, you're strong. One Dark Matter Agony for 2 to 3 Ghoul Horses. Selling Rainbow Agony 1 Million und so weiter und so weiter. Please pet, threat me, can I offer one? Und so weiter, ne? Und wenn wir hier jetzt unter meiner Facecam, beziehungsweise eigentlich auf meiner Facecam schauen, die wird jetzt wahrscheinlich irgendwo in Asien gepackt werden oder sowas. Ich hoffe, ich werde das nicht vergessen. Aber dann seht ihr erstmal hier auch diese gesamten Sachen wieder vorne. Ihr seht dann erstmal hier mehr als 10 Leute auf jeden Fall. Wir können ja nachsehen, das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 Leute. Ich bin gerade mit 25 anderen Leuten auf dem Server. Beziehungsweise nicht mit 25 anderen Leuten, ich bin jetzt mit 24 anderen Leuten. Und meine Booster habt ihr ja mitbekommen, ne? Ich habe kriegt genauso gute Sachen wie sonst immer auch. Nur diesmal sind meine Booster pausiert. So, Leute, dann können wir jetzt erstmal versuchen, mit der Kanone rüber zu teleportieren zur Spawnworld. Und ich glaube, was passieren wird, ist, ich komme auf einen komplett normalen Server. Ich glaube nicht, dass ich auf einen, ja, Training... Doch, ich bin immer noch in der Training Plaza. Was? Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das heißt, ihr könnt auch in der Training Plaza Welt eure Pets Gold machen, ohne eure Booster aufzubrauchen. Lolo, müsst nicht extra in die Trading Plaza gehen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Warte, geht die Maschine auch oder ist sie verbuggt? Lass mal nachschauen. Okay, packen wir erstmal hier 6 Ghoul Horse rein. Und es funktioniert sogar. Alles komplett funktioniert. Okay, das erstaunt mich tatsächlich gerade. Wenn ich jetzt auch zu den VIP-Dingern gehe, funktioniert auch alles, ne? Also, alle Maschinen gehen. Traveling Merchant. Warte, ist das Glück oder ist er einfach da? Nee, ich glaube, das ist Glück. 5 Minuten und 40 Minuten, Sekunden noch. So, was hat er denn? Einen Stack Dominus für 6 Millionen. Einen Ghoul Horse in Gold für 26 Millionen. Einen Dominus Alienist für 53 Millionen. Na, ist nicht so gut. Aber Leute, es ist halt so wild, ne? Also wirklich, wenn ihr X öffnen wollt und eure Booster nicht benutzen wollt, das heißt also, mich juckt es nicht, wenn ich diese Booster benutze, weil ich habe 728 vom Super Lucky und 219 vom Ultra Lucky. Und lass mal nachschauen, was passiert, wenn wir jetzt erstmal ja versuchen, weitere Booster reinzupacken. Und ja, wir bekommen die Nachricht, Booster disabled in the Trading Plaza. Heißt sogar wirklich, hier ist der Beweis, Leute. Hier ist der Beweis, dass wir tatsächlich jetzt auf einer Trading Plaza sind. Nur sind wir irgendwie auf der normalen Map. Lass mal nachschauen, funktionieren die Upgrades? Tatsache, die funktionieren auch. So, dann würde ich was sagen, Leute. Oh, Teleporting ist disabled hier. Aha. Okay, wenn wir jetzt hier sind, dann können wir erstmal hier auch fusen. Lass mal kurz nachgucken, ob das Fusen noch funktioniert.
funktioniert. Füßen wir mal. Ja, komm. Vier normale Green Reaper. Let's go. Was bekommen wir aus denen raus? Lass mal nachschauen. Einen Golden Blood Agni. Ekelhaft. Hä? Warte. Jemand hat gerade ein Pet Rainbow gemacht. Habt ihr das gehört? Hier ist jemand mit Hex auf meinem Server. Ja. Das habe ich mitbekommen. Ja, ja, ja. Okay, machen wir erstmal die Rainbow Maschine. Und die Rainbow Maschine funktioniert auch ohne Probleme und alles. Lass mal versuchen, diesen Game Pass hier zu kaufen. Den habe ich zwar schon, aber solltest du trotzdem eine Nachricht kaufen. Komm, wenn ich auf Hoverbot drücke. Und es passiert nichts. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob ich darauf drücke und es trotzdem nicht passiert, weil ich halt den Game Pass schon habe. Oder ob es wirklich nicht mehr funktioniert in der Trading Plaza Welt. Aber es ist schon wild, es ist schon wild. Aber auch eine Sache, die ihr sehen könnt, in dieser gesamten Welt, ne, ist, dass ihr gar keine Coins spawnt. Also so gar keine Coins. Weder die ganzen Kisten, weder diese gesamten Gems, weder noch diese gesamten anderen Dinger. Was mich aber gerade frage, sind eigentlich Gems gespawnt? Was in der VIP Area? Sind da Gems gespawnt? Das war's, jetzt muss ich kurz nachschauen. Weil das interessiert mich jetzt. Es wäre schon witzig, ehrlich gesagt. Weil damit könnte man im Prinzip ohne Triple Damage oder Triple Coin Boost ja zu benutzen. Mit einem, was weiß ich, Digga, mit einem Account halt. Ja, Gems und Candy Farm. Aber nein, gibt's nicht. Warte. Wisst ihr, was ich mich gerade auffrage, Leute? Kann man sich hier out of Map glitchen? Weil das wäre doch jetzt interessant. Und, ne, ist immer noch die gleiche unsichtbare Wand. Schade. Ich hatte Hoffnung. Okay, ich hatte Hoffnung. Okay, Leute, gehen wir erstmal zur Fantasy-Welt. Und dann könnt ihr genauso sehen, so. Dort wird nichts leider spawnen. Da wird es keine Kisten geben, keine Coins oder sowas, um den Triple Coin Boost, Triple Damage Boost, den man im Prinzip hier pausiert hat, zu utilizen. Das ist sehr, sehr schade. Aber trotzdem für die Leute, die halt ihre Super Lucky Boost oder Ultra Lucky Boost nicht benutzen wollen, währenddessen die Eggs öffnen, die können halt diesen Glitch benutzen. Es ist aber wirklich schade. Es ist wirklich schade. Wirklich, Leute, wie geil wäre das, wenn man einfach einen Triple Coin Boost oder einen Triple Damage Boost nicht mehr benutzen müsste für die gesamten Sachen. Es wäre doch so geil. Und würde sich so viele Booster sparen. Gerade bei den Triple, ja, Coins. Weil von denen habe ich persönlich nur 9 Grad oder 8 Grad sogar. Und das ist nichts. So, wenn wir jetzt erstmal hier in der Fantasy-Welt sind, können wir sehen, ja, die Pet Collection funktioniert. Wenn wir hier drauf drücken, passiert nichts. Wenn wir in den Shop reinlaufen, funktioniert. Wenn wir Pets enchanten, wird es, glaube ich, auch funktionieren. Perfekt, wird es funktionieren. Können wir erstmal ausprobieren. So, packen wir das mal hier Teamwork weg. Und, was habe ich bekommen? Ich habe Agility 1 bekommen. Okay, das funktioniert zum Beispiel. Was, dann lassen wir darauf achten, ob wir auch Gems verlieren. Ich glaube schon, ne? Aber lass einfach darauf achten. Und wir verlieren Gems, okay. Das wäre jetzt auch witzig gewesen, würde man einfach da keine Gems mehr verlieren. Das wäre sehr, sehr wild gewesen. Aber wenn wir jetzt erstmal hier hingehen, Leute, können wir erstmal hier sehen. Ich kann hier genauso das Eck öffnen. Einmal. Hier Golden Empyrean Stallion habe ich gerade gezogen. Kann ich öffnen. Hier nochmal dreimal öffnen. Und ich bekomme daraus einen, ja, ein paar Golden Empyrean Snakes und einen Golden Empyrean Stallion. Kann gar nicht reden. Dann kann ich jetzt hier hingehen. Ich kriege dann erstmal, ja, eine Dove und so weiter und so weiter. Und tatsächlich kriege ich dann auch bessere Sachen, weil ich halt meine Booster drin habe. Und das ohne, dass ich die irgendwie verbrauche, ne? Ich könnte jetzt 7000 Millionen Stunden sein und es wird nicht jucken. Es wird einfach nicht jucken, Leute. Weil ich würde da keinen einzigen Boost verlieren. Ich hätte ja jetzt einen Boost verloren innerhalb von 7 Stunden. Ja, zum Beispiel Eggs öffnen oder sowas. Weil ich halt diese Glitch hier benutze, dass ich in der Trading Plaza bin. So, wenn wir jetzt uns jetzt mal alle Inseln anschauen, können wir jetzt mal sehen. Hier ist nichts. Gehen wir dann wieder zurück. So, gehen wir rüber zur Samurai Island. Dann sehen wir auch hier ist nichts. Gehen wir zurück zur Candy Island. Und dann sehen wir auch hier nichts. Gehen wir zurück zur Haunted Island. Und dann sehen wir auch direkt so leider nichts. Weder in diesem Häuschen da, noch irgendwo anders. Gehen wir dann zurück zu den Portalen. Und dann rüber zur Hell Island. Und hier sehen wir komplett gar nichts. Und die Hell Island sieht noch hässlicher, ohne irgendwie Kisten oder so aus, als so schon. Sehr, sehr wild. Gehen wir dann wieder zurück und gehen wir dann zur letzten Area in dieser Welt. Nämlich zur Heaven Island. Und die Heaven Island sieht komplett leer aus. Man muss aber sagen, sie sieht ziemlich schön aus, ohne Coins und so weiter. So, dann gehen wir auch hier zurück und dann komplett zur normalen Welt. Wir können es ja leider nicht teleportieren, deswegen müssen wir jetzt noch rüber hoverboarden und gehen wir dann auch rüber zur, ja, Tech-Entry-Area, beziehungsweise dann zur Tech-Area. Aber man muss doch sagen, ne, Leaderboard funktioniert ohne Probleme. Ja, beide Leaderboards halt. Dann hier nochmal das hier funktioniert ohne Probleme. Es funktioniert einfach alles. Ich würde es wirklich so sehr feiern, würde wirklich dieser Glitch mit Farben funktionieren. Leider spawnen aber die Sachen hier nicht und das macht auch Sinn natürlich. Warum sollten hier irgendwelche Sachen spawnen, wenn man hier nicht mehr hingehen sollte, laut Press? Beziehungsweise, ja, wieso sollte man da bitte hingehen? So, Leute, gehen wir dann hier rüber zur Tech-Area. Ne, jetzt sind wir hier in der Kanone zur Tech-Area und schießen wir uns rüber. Let's go. Jetzt sind wir hier in der Tech-Area und können erstmal das Chemical Egg öffnen. Das Lab Egg, das Mechanical Egg und so weiter ohne Probleme. Kann ich euch zum Beispiel zeigen. Öffnen wir erstmal hier dieses Metal Egg für 3K. Let's go. Und ihr seht, es funktioniert ohne Probleme. Cyborg Cat, Cyborg Dog und so weiter bekommen. Weg mit denen. So, löschen, löschen, löschen. Delete. Let's go. Weg mit denen. Aber ihr könnt sehen, alles funktioniert hier. Die Leaderboards funktionieren hier. Die Pet Collection funktioniert hier.
hier. Die Kanone zurück wird auf jeden Fall auch funktionieren. Wenn wir dort ganz nach hinten hoverboarden, beziehungsweise, ja, zu Duck Tech Area hoverboarden, können wir dort auch erstmal sehen. Wenn wir hier erstmal hingehen, ich kann jetzt noch ein paar Grim Reaper abholen ohne Probleme. Funktioniert alles. Da könnte ich hier irgendwie noch ein paar weiter reinbacken. So, seht ihr das hier? 30 Minuten. Are you sure? Ist drinne. Ich gehe rein, raus, mach das gleiche wieder. Es funktioniert alles. Ohne Probleme. So, mache ich das hier nochmal einfach mal. Ich mache das einfach komplett voll, ey. Das ist, wo ich hier bin. Ne, können wir ja direkt machen. So, packen wir die normale hier rein. Let's go. Okay, meine Kühe ist jetzt voll. Aber hier könnt ihr genauso sehen, dass hier nichts irgendwie machbar ist oder sowas. Weder die Steampunk-Chest noch irgendwas anderes ist hier. Es ist so traurig. Aber Leute, falls ihr Eggs öffnen wollt und eure Booster nicht benutzen wollt oder so, oder vielleicht auch sogar zu wenige Booster habt, wenn ihr Free-to-Play seid, erst gerade angefangen habt, obwohl das macht keinen Sinn, da braucht ihr immer noch seine Millionen Gems, ne? Aber trotzdem, wisst ihr, was ich meine, ne? Falls ihr trotzdem wenige Booster habt oder so, dann könnt ihr sehr, sehr gerne diesen Glitch benutzen. Müsst ihr nur einen Booster benutzen und könnt im Prinzip für die nächste Stunde öffnen. Also sogar länger eigentlich. Ihr könnt bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Booster auf einem wirklichen Server verbraucht, benutzen. Aber Leute, dann will ich auch sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann like das Video, abonniert den Kanal. Schaut bei uns Victor 2 vorbei, schaut bei meiner Pet Super Day Express vorbei und schaut bei Boss Victor 187, meinen Ranger-Kanal vorbei. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Leute. Bleibt stark und ciao.